Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 20. Lasst uns gemeinsam beten. Danke Herr, dass du uns retten möchtest. Und wenn wir jetzt dein Wort lesen, dann sprich du zu uns im Namen Jesu. Amen. Wir sind 1. Mose 19. Gerade ist Lot gerettet worden aus dem Untergang von Sodom und Gomorrah. In Vers 28 heißt es, und er blickte, das ist Abraham hier, und er blickte hinab auf Sodom und Gomorrah und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Klingt so ein bisschen wie das, was wir gelesen haben bei Noah, als mitten in der Sintflut. Es heißt, dass Gott an Noah gedachte. Egal wie schlimm alles um uns herum sein mag, egal in welcher Endzeit wir auch leben mögen, wie schlimm die Endzeit auch sein mag, Gott wird an uns gedenken. Vers 30. Und Lot ging von Soa hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich, in Soa zu bleiben, und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Das ist interessant. Er hatte sich gefürchtet, in die Berge zu gehen, was Gott ihm empfohlen hatte. Dann war er nach Soa gegangen und dann hat er doch wieder Angst gehabt in Soa. Wenn wir eigene Pläne verfolgen, dann werden wir am Ende doch irgendwo wieder dort enden, wo Gott uns eigentlich haben wollte. Das, was wir selbst denken, was am besten für uns ist, ist in Wirklichkeit gar nicht gut für uns. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht und die ältere ging und legte sich zu ihrem Vater und er kannte es nicht weder als sie sich legte noch als sie aufstand. Interessant ist, dass die beiden ein ganz ähnliches Problem hatten wie auch Abraham und Sarah, sie wollten Nachkommen hatten sahen keine Möglichkeit, aber hier verlassen sie sich auf ihre eigene Idee und äh, begehen dann Sünde mit schwerwiegenden Folgen, wie wir sehen werden. Und es geschah morgen, da sprach die ältere zu der jüngeren: Sie, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen, wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lotz schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami, der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Es waren zwei Sünden, zwei schlechte Entscheidungen, es waren zwei Nächte und die hatten als Resultat, dass zwei Völker entstanden sind, die über Jahrhunderte hinweg dem Volk Gottes immer wieder auch Schaden und Leid zugefügt haben. Eine schlechte Entscheidung kann unvorhergesehene, weitreichende schlechte Entscheidungen oder Folgen nach sich ziehen. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadisch und Schur. Und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah: sie ist meine Schwester. Da liest Abimelech der König von Gera Sarah holen. Das hatten wir doch schon in 1. Mose 13. Abraham macht denselben Fehler nochmal, obwohl diesmal ihm Gott versprochen hatte, dass innerhalb eines Jahres genau diese Sache ein Kind haben würde. Unsere Charakterfehler, die wir so eintrainiert haben im Leben, die sind mal so stark, dass sie auch die Verheißung Gottes zu überlagern scheinen. Aber Gott kam nachts. Im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach, Herr, willst du denn noch ein gerechtes Volk umbringen? Auch eine ähnliche Frage wie auch in äh, 1. Mose 19, äh, 1. Mose 18 mit äh, Abraham und der Frage mit äh, Lot und Sodom und Gomorra. Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan?« und Gott sprach zu ihm im Traum: Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst, und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. Es war falsch von ihm, diese Frau zu nehmen, die Sarah zu nehmen, aber er wusste es nicht besser, und deswegen war es noch keine Sünde, weil er nicht gegen sein Gewissen gehandelt hat, er hat nicht gegen das Licht der Wahrheit gehandelt. Und deswegen hat Gott ihn hier noch bewahrt, aber er sagt ihm, wenn du dich jetzt entscheidest, trotzdem hier zu bleiben, dann ist es Sünde. Sünde ist es, wenn wir wissen, was richtig ist und trotzdem das Falsche tun. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen auf früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren ohren und die Leute fürchteten sich sehr und Abimelech rief abram und sprach zu ihm warum hast du das uns angetan uns das angetan und was habe ich an dir gesündigt dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest du hast nicht mit mir gehandelt wie man handeln soll und Abimelech fragte abram in welcher Absicht hast du dies getan da sprach abram weil ich dachte: es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort, darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Manchmal denken wir von den Menschen, auch den Menschen um uns herum, in dieser Welt schlechter, als wir sollten und äh, lassen damit viele Gelegenheiten aus, ihnen eigentlich ein Segen zu sein. Der Abraham hatte ein schlechtes Bild von den Menschen um sich herum und wurde zum Fluch für sie statt zum Segen. Interessant ist, dass Gott ihn trotzdem als Prophet bestätigt, obwohl er diesen Fehler gemacht hat. Gott kann auch durch uns wirken, auch wenn wir noch mit Dingen zu kämpfen haben und Dinge noch überwinden müssen. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mit uns arbeitest, auch wenn immer wieder bestimmte Fehler in unserem Leben auftauchen. Und danke, dass du uns nicht aufgibst und danke, dass wir lernen dürfen aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Gib, dass wir heute lernen. Das bitten wir im Namen Jesu.